herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Zuallererst wollen wir natürlich mit dem allerwichtigsten Thema beginnen, und zwar die Großdemonstration in Leipzig. Natürlich waren auch wir vor Ort. Ich habe auch den einen oder anderen von euch da draußen gesehen, was mich natürlich unglaublich gefreut hat. Und es war wieder der absolute Wahnsinn. Wir sind um 12.15 Uhr oder so angekommen. Wir haben zum Glück direkt im Stadtkern noch einen Parkplatz bekommen. Danach haben sie die Straße zugemacht. Also ich war richtig glücklich, dass wir da noch gut das Auto untergebracht bekommen haben. Ja, und dann sind wir da hingelaufen. Da hat man einfach schon gesehen, wie viele wir wieder sind. In der Fußgängerzone in Leipzig stand zwischen so und so viel Uhr und so und so viel Uhr muss Maske getragen werden. Ja. Wir waren einfach zu viele, die da ohne Maske gelaufen sind, und da hat man einfach gesehen, da können die gar nichts gegen machen. Da standen die Polizisten, die haben uns angeguckt mit ihrer Maske, und die ganz normalen Fußgänger haben uns auch angeguckt. Aber ich sag ja immer, wenn wir alle zusammenhalten und das machen würden, was wollen die denn dann machen? Das hat man nämlich genau in dem Punkt wieder gesehen. Wir sind da durch die Straße gelaufen ohne Maske. Und keiner hat uns aufgehalten. Ja, und dann sind wir vorne an dem Augustusplatz angekommen. Die Demo hat ja jetzt doch auf dem Augustusplatz stattgefunden. Die wollten uns ja Richtung Messe verfrachten, damit wir ja wahrscheinlich auch nicht so viel Aufsehen erregen und schön weit weg sind. Und dann waren wir nämlich auf diesem Augustusplatz. Der war schon so rappelvoll. Also wir sind wirklich gar nicht weit gekommen. Ja, und dann standen wir da, und dann hieß es natürlich wieder die Abstände und wir sollen uns ein bisschen ausbreiten. Die Versammlungsfläche wurde dann nochmal etwas erweitert. Wir haben uns immer wieder durch die Menge gedrängt. Erst sind wir nach links gegangen, bis wir irgendwann zu so einem Punkt kamen, wo lauter so Vermummte standen, also die Gegendemonstranten, sind dann wieder zurück, sind dann irgendwie ganz nach hinten. Aber egal, wohin man gelaufen ist, es waren immer so krass viele Menschen. Genau wieder dieses Gefühl, was ich so liebe, das, was wir in Berlin hatten. Auch da wieder super liebe Menschen, total freundlich und alle super gut drauf. Auch schon auf der Fahrt nach Leipzig war es einfach ein Mega-Gefühl. Ich habe ganz viele Reisebusse gesehen, was man ja zurzeit nicht so viele sieht. Und da hat man einfach immer gewusst, hey, die gehen nach Leipzig, die kommen auch zur Demo. Und wir haben dann kurz auf so einen kleinen Parkplatz gehalten, und dieser Parkplatz war voll von Menschen, die alle nach Leipzig gefahren sind. Das hat man einfach gesehen, und alle haben sich irgendwie miteinander unterhalten und alle ohne Maske und einfach so wie quasi früher. Es ist immer noch schlimm zu sagen, aber so wie es eigentlich normal sein sollte, ja. Wir sind alle da ohne Maske angestanden für die Toilette, aber schon allein das Gefühl, so viele Menschen zu sehen, so viele unterschiedliche Kennzeichen auf der Autobahn. Wir hatten ja eh freie Fahrt, also es war wirklich gar nichts los. Wir sind schon richtig gut durchgekommen, aber die Kennzeichen immer, dann hat man sich schon denken können, hey, die kommen bestimmt auch nach Leipzig. Und es war so, wir waren so unglaublich viele Menschen. Der eine Bericht war wieder mit 20.000, die Bild hat über 45.000 berichtet. Und was es im Endeffekt wieder war, ich denke, es waren weitaus mehr Menschen da, aber es war wirklich, wirklich wieder unglaublich schön, auch wieder die Redner zu hören. Natürlich ist es jetzt was anderes, wir gehen jetzt Richtung Winter, wir haben Spätherbst und es war schon sehr, sehr kalt. Es war halt im Sommer das Schöne, wenn man da wirklich hinliegen oder hinsitzen konnte, und jetzt muss man sich am besten die ganze Zeit bewegen, damit man nicht einfriert. Ja, und irgendwann wurde leider natürlich wieder diese Sammlung aufgelöst, weil man sich nicht an die Maskenpflicht gehalten hat und die Abstände wurden auch nicht eingehalten, immer dieselbe Leier. Mittlerweile nehme ich das wirklich ganz entspannt. In Berlin war ich noch richtig nervös und aufgeregt, als ich gesehen habe, wie viele Polizisten da kamen und als dann hieß, es wird abgesagt. Und mittlerweile bin ich wirklich so, ja, es ist mittlerweile normal, easy. Ja, und dann hatten wir die Kerzen angezündet, es wird ja auch schnell dunkel und alle hatten ihre Kerzen dabei, und dann ging es zum Demozug, ja, der war ja eigentlich davor angemeldet, dann wurde er, glaube ich, abgesagt, sowas, und dann hat auch die Polizei zugemacht, aber der Demozug fand dennoch statt, also man hat es wirklich geschafft, durchzukommen. Und das finde ich wirklich unglaublich. Wir sind dann gegangen, wir sind nicht mehr den Demozug mitgelaufen, weil, wie gesagt, wir hatten noch eine weite Fahrt vor uns. Wir haben dort nicht übernachtet. Es wäre halt doch schöner gewesen, hätten wir dort übernachtet. Aber mit dieser ganzen Hotellage und so, das ist ja alles gerade nicht so easy. Ja, aber wir haben alles auf der Fahrt mit dem Livestream verfolgt. Es waren unglaubliche Bilder, die wieder entstanden sind, vor allem auch mit dem Licht. Es waren so viele Menschen,
Die Polizei hat die Menschen quasi begleitet. Es gab ja auch viele Gegendemonstranten diesmal, was mich auch sehr beängstigt hat. Also wir saßen da und dann sind wirklich diese komplett Vermummten mit ihren Lederhandschuhen immer wieder durch die Menge gelaufen, was natürlich auch so ein bisschen ungutes Gefühl mit sich bringt. Aber die Polizei, habe ich gehört, hat auch viele von diesen Personen abgehalten, auf unsere Demo zu kommen. Da weiß ich es nicht. Die standen noch eine Zeit lang immer neben den Polizisten, die haben nichts gemacht. Aber im Großen und Ganzen von unserer Seite aus, von der Querdenken-Demo, war es wieder unglaublich friedlich. Ja, und das liebe ich einfach. Das finde ich so toll, dass es wirklich immer friedlich bleibt. Wir kennen Bilder aus anderen Ländern, wo Dinge zerstört werden und wir sind wirklich eine sehr, sehr friedliche Bewegung. Und dafür wirklich immer wieder Respekt. Es treffen so viele unterschiedliche Menschen aufeinander und trotzdem ist man so familiär miteinander. Jeder spricht mit jedem. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und tut wieder unglaublich gut, so viele Menschen zu sehen. Wie viel man immer mobilisieren kann, wirklich von überall herzukommen. Ja, danach wurde natürlich wieder berichtet, wieder sehr, sehr böse auch berichtet. Viel über Rechtsradikale, Linksradikale und so weiter und so fort. Also wie eigentlich immer. Aber ich meine, das hat nichts mit uns zu tun, dass sich da auch andere Menschen tümmeln in so einer Menge. Es ist klar. Solange es nicht zu ultra krassen Ausschreitungen kommt, sage ich immer, ist es okay. Dann kam ein Bericht zum Beispiel, Grüne fordern, Corona-Widerstand soll als politische Kriminalität eingestuft werden, war zum Beispiel ein Ding. Also das ist ja auch wieder so ein Artikel, wo ich echt gedacht habe, was ist eigentlich los mit euch? Dann hat die Katrin Göring-Eckardt, die ist Mitglied des Deutschen Bundestags, getwittert, fassungslos über das, was in Leipzig passiert ist. Was war das für eine Planung der Polizei? Was für eine Verantwortungslosigkeit der Demonstranten? Wie kann man so ignorant der Pandemie gegenüber sein? So viele Menschen gefährden. Ich sag ja, das ist echt immer wieder dieselbe Leier, verantwortungslos und so weiter und so fort. Ja, und jetzt gab es einen Bericht beim MDR Sachsen am 10. November. Sachsen verschärft Versammlungsregeln nach Querdenken-Demo. Ja, wir Bösen sind jetzt daran schuld. Sachsen verschärft als Reaktion auf das Demonstrationsgeschehen am vergangenen Sonnabend in Leipzig seine Corona-Schutzverordnung. Wie Innenminister Roland Wöller am Dienstag mitteilte, sind unter freiem Himmel nur stationäre Versammlungen mit maximal 1000 Teilnehmer erlaubt. Dabei müssten die Maskenpflicht und Mindestabstände zueinander eingehalten werden. Ausnahmeregelungen sind in Aussicht gestellt. Da geht es einfach darum, aber ich finde es einfach krass, dass jetzt das wieder auf 1000 beschränkt. Ich frage mich wieder, diese Zahl ist so willkürlich, wo haben sie wieder diese Zahl her? Das ist ja auch wieder so eine Frage, die ich mir dabei wirklich stelle. Zudem gab es noch einen Artikel bei RT, deutsch.rt.com, so heißt die Seite, nach Corona-Demo in Leipzig, zuständiger OVG-Richter, Richter wird als Corona-Leugner diffamiert. Das sächsische Oberverwaltungsgericht steht in der Kritik, weil es die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am vergangenen Samstag nicht verboten hatte. Damit nicht genug wird der zuständige Richter nun selbst als Corona-Leugner verunglimpft. Nach der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig am Samstag wird der zuständige Richter Matthias Dehust am sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen in den sozialen Netzwerken und Teilen der Medien scharf kritisiert und als Corona-Leugner diffamiert. Der sechste Senat des Gerichts hatte unter Dehaut Vorsitz die Kundgebung unter Auflagen erlaubt. Verschiedene Medien unterstellten Dehaust daraufhin eine ideologische Nähe zu den Demonstranten, blablabla. Aber ich finde es wieder krass, was soll das? Jetzt fängt man wieder an mit Corona-Leugner und Diffamierung und alles. Ich sag ja immer wieder dieselbe Leier. Es ist einfach nichts Neues. Dann hat ja der ZDF berichtet, dass es 40 Angriffe gegen Pressevertreter wurden gemeldet. Die Corona-Leugner radikalisieren sich immer stärker und immer schneller, heißt es gestern im ZDF-Mittagsmagazin. Gestern, das war quasi am 9. November, wo genau diese Angriffe vermeldet wurden, teilte das zweite deutsche Fernsehen nicht mit. Auch in vielen anderen Medien kursieren ähnliche Zahlen. Zu der Querdenken-Demonstration am Samstag in Leipzig als Quelle wird in der Regel ein Funktionär der linkslastigen Journalistengewerkschaft DJU genannt, der aber zumindest den Zitat zufolge auch keine genauen Angaben zur Herkunft der Zahlen macht. Ja, das ist einfach wieder so ein bisschen dahergegriffen. Das war wie mit der Maskenpflicht. Ja, die sind ja gar nicht durchgelaufen, haben überhaupt geguckt, ob wir nicht alle eine Maskenbefreiung haben oder sonst was. Ich meine, es sind ja Leute aus überall her. Das heißt, es können natürlich jetzt mehr Leute sein, die von der Maske befreit sind. Aber man hat es einfach gar nicht überprüft. Deswegen kann man ja gar nicht sagen, dass wir gegen die
Maskenpflicht verstoßen haben. Ja, das war's zu dem Thema Leipzig von meiner Seite aus. Wie gesagt, es war wirklich wieder ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Natürlich, die Berichte danach sind eigentlich wie immer gleich. Ich sag immer, es ist wirklich, mittlerweile nehme ich das total locker. Ich war vor Ort, ich habe gesehen, was passiert ist, ich habe gesehen, was abgegangen ist, ich habe gesehen, wie friedlich wieder die Demonstration war. Aus dem Grund mache ich mir gar nichts aus diesem Artikel. Wir wissen ja mittlerweile, wie der Mainstream berichtet, in welche Richtung er berichtet. Und von daher tut mich da eigentlich nichts mehr so krass beeindrucken wie am Anfang, wo ich mich immer total drüber aufgeregt habe. Es ist mittlerweile einfach normal. Die könnten sich mal was Neues überlegen. Ja, ansonsten alle Bilder und Videos und so habe ich euch auch wieder in meinem Telegram-Kanal geteilt. Unten wieder in der Infobox den Telegram-Link, damit ihr auch meinen Telegram-Kanal abonnieren könnt. Soweit zu Leipzig. Dann geht es um meinen lieben Herr Pirner. Der wurde ja strafversetzt, habe ich euch ja letzte Woche berichtet. Jetzt hat Stefan Homburg getwittert: Alle Achtung, über 100 mutige bayerische Ärztinnen und Ärzte erklären sich solidarisch mit Dr. Pirner und fordern, dass die Regierung von Markus Söder dessen Zwangsversetzung rückgängig macht. Das finde ich schon mal richtig, richtig gut. Und da gibt es auch einen Artikel bei reitschuster.de: Ärzteprotest gegen Strafversetzung von Amtsarzt. Offener Brief an bayerische Landesregierung vom 11. November 2020. Nach der Strafversetzung des Leiters des Gesundheitsamtes in Eichbach-Friedberg, Friedrich Pirner, regt sich jetzt Widerstand in der Ärzteschaft. Über 100 Mediziner und Wissenschaftler haben sich in einem offenen Brief an die Landesregierung von Markus Söder, CSU, gewandt. Darin üben sie heftig Kritik an dem Vorgehen gegen den Amtsarzt und fordern die sofortige Rücknahme der Versetzung. Pirner ist vor kurzem strafversetzt worden, weil er öffentliche Kritik an der Corona-Politik übt und Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Schulunterricht in Frage stellte. Wissenschaft lebt ihrem Wesen nach vom Dissens, vom Diskurs. Zu keinem Zeitpunkt kann zu irgendeinem wissenschaftlichen Thema der Anspruch einer endgültigen, absoluten und unumstößlichen Erkenntnis der Wahrheit erhoben werden, heißt es in dem offenen Brief. Ein Wissenschaftlerdiskurs müsse in einer demokratischen Gesellschaft jederzeit auch öffentlich geführt werden können, so die Unterzeichner. Vor allem in einer Situation, in der die Politik weitreichende Eingriffe in das menschliche Miteinander und in viele demokratische Grundrechte mit dem Verweis auf die Wissenschaft zu rechtfertigen versucht. Weiter schreiben sie: Friedrich Pirner hat als Wissenschaftler und Arzt von diesem unverbrüchlichen Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch gemacht, ohne dass seine Dienstpflichten als Leiter des Gesundheitsamtes Eichbach-Friedberg hierunter gelitten hätten. Die von dem Behördenchef Arzt und Epidemiologe geäußerte Position zu Maßnahmen und Verordnungen der bayerischen Regierung, die zuunter Fachleute ohnehin umstritten seien, waren zu jedem Zeitpunkt wissenschaftlich fundiert und ohne jedes parteipolitische Konnotat. Die von ihm selber als Strafversetzung bezeichnete Anordnung an das Landratsamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit stellt einen inakzeptablen, autoritären Versuch dar, legitime und in der aktuellen Situation besonders notwendige ärztlich-wissenschaftliche Diskussionen zu unterdrücken, heißt es weiter. Die unzumutbare, belastende Rahmenbedingungen, unter denen diese Maßnahmen stattfinden, Wechsel des Tätigkeitsortes binnen einer Woche, legen zudem den Verdacht nahe, dass hier ein Exempel statuiert werden soll mit gewollt abschreckender Wirkung. Das Vorgehen der Regierung sei eines freiheitlich-demokratischen Staates in jeder Hinsicht unwürdig, so die Unterzeichner. Als Wissenschaftler und Ärzte bekunden wir hiermit ausdrücklich unsere Solidarität mit Herrn Dr. Pirner und kritisieren die gegen ihn ergriffenen Maßnahmen scharf. Pirner hatte wiederholt Klartext gesprochen und damit bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, insbesondere auf Twitter. So schrieb er in dem sozialen Netzwerk etwa: Mund-Nasen-Schutz im Freien nicht nötig, gebührender Abstand ohne Maßband ist auch in Innenstadt möglich, Ansteckungsgefahr im Freien ist deutlich geringer als im geschlossenen Raum, Aufklärung statt Verbote, auch Gesundheitsminister Jens Spahn dürfte sich nicht freuen über den kritischen Mediziner aus der Amtsstube. Kritik übte der Epidemiologe auch an der in Bayern besonders strengen Maskenpflicht für Kinder in der Schule, die ist aber ein Kernstück der besonders restriktiven Corona Politik des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der hat mit seinem harten Kurs schon mehrere Bauchklatscher hingelegt. Soweit zum Herrn Pirner. Ich finde es gut, dass sich jetzt welche dagegen stellen und sagen: Hey, ich stehe hinter dir, ich stärke dir den Rücken. Finde ich wirklich gut, dass sich da jetzt etwas tut. Ja, dann gab es einen Artikel vom Fokus. Am 9.11. Gericht kippt allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf. Gilt aber nicht für alle, sondern es hat einer geklagt und der hat Recht bekommen. Das heißt, es müssten jetzt ganz viele Klagen von allen anderen Menschen auch folgen, die das genauso sehen. Und dann könnte es klappen, dass die quasi auch von der Maskenpflicht in der Innenstadt in Düsseldorf befreit sind. Als ich den Artikel gelesen habe, hat es sich sehr vielversprechend angehört. Aber umso weiter runter man scrollt, sieht man eben, dass es nur eine Person bisher geschafft hat, weil diese Person eben dagegen geklagt hat. Also, klagen lohnt sich.
auch an die Restaurantbesitzer, Fitnessstudiobesitzer und so weiter klagen. Ja, dann gab es einen Bericht beim NTV. Unfassbar, Merkel, über Lockerungen brauchen wir nicht sprechen. In Deutschland greifen derzeit wieder stärkere Kontaktbeschränkungen und die könnten weiter verschärft werden, wie NTV aus Regierungskreisen erfuhr. Kanzlerin Angela Merkel sagte heute in einer Sitzung des CDU-Präsidiums zu den geltenden Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie: Über Lockerungen brauchen wir nicht sprechen, eventuell müssen wir sogar nachlegen. Ich frage mich, was denn noch nachlegen wollen. Aber man muss uns ja weiterhin immer daran erinnern, wie schlimm Corona ist, wo auch immer. Dann gab es einen Artikel vom RP Online. Söder lehnt Empfehlung des RKI für weniger Corona-Tests ab. Mit einer neuen Teststrategie will das Robert-Koch-Institut die überlastenden Labore entlasten. Markus Söder sieht diese Vorschläge jedoch nicht als in der Praxis anwendbar an. Natürlich nicht. Was hatten wir auch gedacht? Die wollten ja jetzt das so ein bisschen minimieren, nicht jeden x-beliebigen testen, aber das brauchen wir doch, um die Zahlen aufrechtzuerhalten. Wenn wir das jetzt rückwirkend machen und nicht mehr so viel testen, ja, wo sind denn dann die Zahlen? Wie gesagt, wir testen 1,4 Millionen Menschen in der Woche. Das kann man jetzt nicht einfach wieder rückgängig machen. Ja, und da gibt's auch einen sehr langen Text. Er möchte auch weiterhin in Bayern die kostenlosen Tests fortsetzen. Wie gesagt, die Zahlen müssen einfach aufrechterhalten bleiben. Ja, RP Online, das war am 9. November 2020. Ja, dann gab es ja auch diese Woche ein bisschen was über die Impfung. Da hieß es ja zum einen, dass hauptsächlich die Älteren, die Vorerkrankten geimpft werden sollen. Auch Ärzte, Pflegepersonal, gerade die, wo einfach auch mit Risikogruppen zusammenarbeiten. Darunter sind auch sogar Lehrer und Erzieher gefallen. Aber unsere Kanzlerin hat auch gemeint, dass es auf jeden Fall zu keinem Impfzwang kommen wird. Also man sich freiwillig impfen lassen kann. Ja, das hat sie jetzt diese Woche gesagt. Jetzt gucken wir mal, was nächste Woche passiert. Es bleibt natürlich weiterhin spannend, auch wie es eben mit diesem Punkt weitergeht. Ja, dann gab es einen Artikel in der Berliner Zeitung vom 7.11. Berlin Anfrage zu PR-Tests und Antwort des Senats. Der Senat beantwortet die Anfragen eines Abgeordneten zu den PCR-Tests. Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat bestätigt, dass PCR-Tests eigentlich nicht in der Lage sind, eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes festzustellen. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage des Einzelabgeordneten Marcel Lute hervor. Ja, leider kann ich nicht weiterlesen, weil man da wieder so ein Abo abschließen muss, aber es ist ja auch ganz schön spannend. Ich meine, das haben die ja die Experten schon seit Monaten gesagt. Ja, jetzt wird es auch hier gesagt. Dann war ein Artikel: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek befürwortet eine bundesweite Maskenpflicht an allen Schulen, auch an Grundschulen. Bundesbildungsministerin nennt sich diese Frau, Anja Karliczek. CDU befürwortet eine allgemeine Maskenpflicht an allen Schulen in Deutschland, auch Grundschulen. Im Unterricht Maske zu tragen sei lästig, aber zumutbar und das effektivste Mittel, um Unterricht weiterhin zu ermöglichen. Jetzt wird wieder gedroht, dass sie die Schulen schließen. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Und die sagt, es ist das einzig effektive Mittel. Dabei hat man ja jetzt erst vor kurzem gesagt, dass das Lüften so effektiv sei. Und das ist das effektivste Mittel. Da hatte ich auch ein Video reingepostet und da hieß es, dass es eigentlich auslangt, wenn man lüftet ständig. Ja, und dann kam der Spahn am 11. November und der ist sogar offen für die ausgeweitete Maskenpflicht. Die Leute haben wahrscheinlich auch keine Kinder, ich weiß es nicht. Also Spahn auf jeden Fall nicht. Lieber Maske als Schule zu. Spahn offen für ausgeweitete Maskenpflicht. Müssen bald mehr Schüler in Deutschland im Klassenzimmer Maske tragen, zum Beispiel Grundschule. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich im Interview mit RTL und NTV offen dafür. Seine Kabinettskollegin, diese Anja Karliczek, hatte vorgeschlagen, die Maskenpflicht im Unterricht auf alle Schulen auszuweiten. Er weiß auch, dass die Masken im Unterricht belastend seien, aber die Alternative in vielen Regionen, die Schulen zu schließen. Und ich bin sehr sicher, wenn die Wahl ist, Masken tragen oder keine Schule, dann lieber Masken tragen. Ja, also meine Wahl wäre dann, ich schicke mein Kind nicht mehr in die Schule, wenn es Maske im Unterricht tragen muss. Vor allem auch jetzt die Grundschüler, ich finde schon so schrecklich und jetzt auch so und der ist auch noch dafür. Ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Für mich ist es einfach nur schrecklich. Ich habe auch erst vor kurzem mit einer Grundschullehrerin gesprochen. Die hat mir auch erzählt, dass sie auch keine Maske im Unterricht trägt, denn die Kinder verstehen sie einfach nicht. Sie wissen auch nicht, ist sie jetzt böse, ist sie lieb oder was auch immer. Man sieht einfach die Mimik nicht mehr. Das habe ich euch ja gesagt. Kinder leben von Mimik. Und aus dem Grund, dass das jetzt auch noch ausgeweitet werden soll, boah, das ist wieder, das bringt mir einfach wieder so krasse Gänsehaut. Und dann gab es einen Bericht in der Bild vom 10. November, jetzt kommt der Salami-Lockdown an den Schulen. Scheibchenweise schließen die Schulen doch wieder. Wir werden alles daran setzen, Schulen und Kitas offen zu halten, sagte Angela Merkel am 29. Oktober.
Offiziell haben die Worte der Bundeskanzlerin weiterhin Gültigkeit. Dennoch müssen immer mehr Klassen und ganze Schulen in Quarantäne. Corona-Alarm. Ja, aber es ist nicht Corona-Alarm, sondern wenn einer irgendwie wieder Kontakt hatte mit dem anderen und positiv getestet wurde, aber wenn er keine Symptome hat, dann müsste die ganze Klasse in die Quarantäne. Und dann kommt natürlich zu solchen Zahlen. Nach Schätzung des Deutschen Lehrerverbands sind bundesweit mittlerweile mehr als 300.000 Schüler in Quarantäne. Allein im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind es rund 50.000. Zum Vergleich, Ende September waren es bundesweit rund 50.000 Schüler, die in Quarantäne gewesen sind. Auch immer mehr Lehrer bleiben zu Hause. Derzeit sind bis zu 30.000 Pauker in Quarantäne, schätzt der Verband. Ja, aber man muss sagen, die Lehrer, ja, die waren ja sehr glücklich, dass die Schulen zu hatten. Das weiß ich. Ich habe auch mit Lehrern gesprochen, die unglaublich glücklich darüber waren. Es war einfach entspannt, chillig. Die haben weiterhin ihr Gehalt bekommen. Ja, und aus dem Grund wundert es mich nicht, wenn ich sehe, dass man immer wieder sagt, auch die Kinder, Abstand, Kinder, eklig. Da wundert mich nicht, dass dann auch die Lehrer zu Hause bleiben und bestimmt sagen, nein, ich will mich nicht anstecken, ich bin alt, ich bin Risikogruppe. Wir haben ja auch viele ältere Lehrer. Die Folge, scheibchenweise wie bei einer Salami, schließen Schulen ihre Türen und ordnen wieder Homeschooling an. Corona macht der Politik einen Strich durch die Schulpläne. Natürlich Corona, nix Corona. Ich sag's nochmal, das ist nicht Corona, das es macht. Wenn die hier die ganze Zeit testen und Leute und Kinder mit positiven Tests angenommen von Corona, Corona positiv, heißt ja nicht, dass man infiziert ist oder erkrankt ist. Nein, heißt es nicht. Und wenn dann ein Kind es hat und die ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird, weil dieser Test positiv war, dann braucht man sich nicht wundern, dass solche Zahlen zustande kommen. In Bayern waren Anfang des Monats bereits mehr als 100 Schulen geschlossen. In Sachsen-Anhalt wechselten zu Wochenbeginn 3 Schulen vom Präsenzunterricht ins Homeschooling. In Hamburg sind rund 90 Klassen komplett in Quarantäne. Wir erleben an den Schulen jetzt einen Salami-Lockdown, konstatiert der Präsident des Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger gegenüber Bild. Die Politik habe sich zurückgezogen, entschieden die Gesundheitsämter, das könne nicht sein, so Meidinger. Es fordert die Politik zugleich auf, ein Meldesystem zu etablieren, so wie in Österreich. Im Nachbarland müssen Schulen täglich melden, wie viele Lehrer und Schüler in Quarantäne sind. Ja, und dann gibt's da halt noch, dann nach der Hamburg-CDU-Chef Christoph Bloss, der fordert die Landesregierung auf, den Corona-Schutz an Schulen deutlich zu verbessern. Ein fortwährender Salami-Lockdown, der zu großen Unsicherheiten für Familie führt, darf es nicht geben, so Bloß zu Bild. Deswegen müssen alle Klassenräume schnellstmöglich mit Belüftungsanlagen und Plexiglas-Trennwände ausgestattet werden. Es sind Kinder, lasst Kinder doch zusammensitzen, lasst Kinder Spaß haben. Die gehen doch schon so sehr, sehr ungern in die Schule. Dann macht's doch zumindest erträglich. Lasst denen doch dieses Stückchen Normalität. Auch wir im Kindergarten geben den Kindern Normalität. Auch wenn dieses Jahr alles anders ist, aber trotzdem versuchen wir, dort Normalität zu zeigen. Also Kinder dürfen spielen, die dürfen miteinander spielen, ohne Scheiben, ohne Maske. Das ist einfach normal. So sollen Kinder aufwachsen. Wir hätten vor allem rot-grün geführte Bundesländer ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Die Gerichte unterstützen die Schulschließung. In Berlin wies der Verwaltungsgericht am Montag einen Antrag gegen die Schließung einer Grundschule im Stadtteil Reinickendorf zurück. Ein Mitglied der Schulleitung und ein Hortangestellter waren Anfang November positiv auf Corona getestet worden. Alle 600 Schüler und Lehrer sind seitdem in Quarantäne. Wenn ich das höre, dann brauche ich mich nicht wundern mit so einem Blödsinn. Da werden 2 positiv getestet und die ganze Schule geht in Quarantäne. Also, dass ich wirklich nicht lache, wirklich. Also, FDP-Generalsekretär Volker Wiesig fordert die Bundesregierung auf, Förderprogramme für Schulen aufzulegen, zum Beispiel Lüftungsfilter anzuschaffen. Und zugleich soll es mehr Hilfen für Empfänger von Hartz IV geben. Ja, und so weiter und so fort. Also, ja, sinnlos, einfach sinnlos. Diese Zahlen werden wieder gepusht, wegen was auch immer. Sie sind nur positiv getestet, die ganze Schule geht in Quarantäne. Ja, und dann noch was ganz Interessantes. Hello, der Faschingsgruß mal ganz anders. H für Hygieneregeln, E für 1,5 Meter Abstand, L für Lüften, A für Alltagsmaske, U und App nutzen. Also, habe ich gesehen, fand ich auch sehr, sehr interessant. Aber ja, es ist leider schrecklich. Und natürlich wieder unsere Kanzlerin, genau das wollte ich auch noch sagen, Merkel rechnet mit harter zweiter Welle im Winter. Angela Merkel hatte die Erwartung gedämpft, dass durch die schnelle Entwicklung von Impfstoffen die Corona-Krise bald vorbei ist. Die Pandemie werde uns noch den ganzen Winter beschäftigen. Aber das hat sie ja schon länger gesagt. Ist ja klar, wir kommen jetzt Richtung Ende November. Das heißt, der Lockdown-Light wäre damit eigentlich vorbei. Aber das hat sie ja schon gesagt, wird nicht so sein. Es wird nicht wieder alles normal sein. Und jetzt betont sie auch nochmal, dass harte Monate vor uns liegen. Die zweite Welle, wieder auf uns zukommt. Nochmal die zweite Welle. Wie lange dauert die zweite Welle noch, frage ich mich. Ja, und sie hat gesagt, 4 harte Monate. Ich rechne bis Februar mit den ganzen Schließungen. Und ich glaube, das ist auch ganz realistisch. Ja, das so zu den brisantesten Nachrichten, Neuigkeiten, Berichten, die ich die Woche gelesen habe. Diese Berichte findet ihr alle, wie gesagt, in meinem Telegram-Kanal. Ich suche mir da immer so die besten und interessantesten Artikel zusammen und berichte einfach euch hier
auf YouTube darüber. Ja, und damit wären wir auch wieder am Ende meines Videos angelangt. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Wir haben gesehen, in Leipzig, wir sind wieder unglaublich viele gewesen. Es war ein mega krasses Gefühl. So müssen wir weitermachen. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Das ist immer wieder mein Appell an euch. Bleibt stark, macht weiter, schafft Aufklärung, geht auf Demonstrationen, verteilt eure Flyer. Immer, immer weitermachen und nicht aufgeben, weil aufgeben ist immer auch Schwäche zeigen und das ist das, was die da oben wollen, aber von uns nicht bekommen. Wir bleiben nämlich weiterhin stark. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Vergiss auch unbedingt das Abonnieren nicht. Besucht mich gerne bei meinem Zweitkanal Kati Sprechstunde und auch bei meinem Telegram-Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, sage ich tschüss.